Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Oder sollte ich besser sagen, überhaupt mal wieder ein Video? Wir haben lange keine Videos hochgeladen, das hatte auch einen Hintergrund. Bevor wir jetzt zum Do-It-Yourself-Video kommen, würde ich ganz gerne noch mal kurz erklären, warum wir so lange jetzt keine Videos hochgeladen haben, weil wir haben viele Anfragen bekommen, ob es uns gut geht per E-Mail und auch so. Vielen Dank an alle, die sich an uns noch erinnert haben und uns Grüße geschickt haben und Genesungswünsche und dergleichen. Also, ich hatte tatsächlich einen Unfall gehabt mit meinem E-Bike und bin auf einen PKW aufgefahren. Ich musste mich danach kurz neu sortieren, musste kurz ins Krankenhaus, aber jetzt ohne tiefer in die Unfallgeschichte einzutauchen. Ganz kurz, mein rechter Arm war gelähmt und das musste jetzt erstmal alles wieder vernünftig gerade gebogen werden. Halswirbelsäule hat natürlich auch einen Schlag weg. Ja, all diese Dinge haben jetzt einige Wochen in Anspruch genommen. Ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin wollte oder hin will. Aber ich bin jetzt auch in Reha-Maßnahme und es wird täglich besser, will man so sagen. Also die Arme gehen schon wieder. Der Kopf funktioniert auch wieder einigermaßen, auch wenn das viele nicht glauben wollen. Aber ja, das dazu. Und deswegen hatte ich jetzt auch wirklich wenig Lust und überhaupt keine Zeit, Videos zu machen. Und das ist der Grund. Jo, also vielen Dank, dass ihr an uns gedacht habt und ich denke, jetzt geht es auch wieder in einem vernünftigen Rhythmus weiter. Jetzt fangen wir an mit Do It Yourself, die Gebläsestufe. Sie geht nur noch auf Stufe 4 und der Rest geht gar nicht. In meinem Falle ist es wirklich so, dass, einmal Zündung anmachen, dass ich das Gebläse auf Stufe 1 macht nichts. 2 macht auch nichts. 3 auch nicht. Und 4 geht da. Ja, das hat natürlich einen Grund, beziehungsweise kann mehrere Gründe haben. Zum einen Schalter kaputt, Gebläsemotor kaputt oder die Widerstände kaputt oder der Widerstand. Die günstigste Alternative ist natürlich jetzt erstmal, sich den Widerstand anzugucken und das machen wir jetzt auch. Ich zeige jetzt mal, wo der ist. So, hier unterm Handschuhfach, da ist der Stecker. Ich kann ihn jetzt aber schlecht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, dieser Stecker ist das. Der hat hier so eine Schraube drin. Ja, besser kann ich das leider nicht zeigen. Aber da ist der, ne? So. Und dann könnt ihr praktisch, hier ist ja die Schraube drin. Steckt so in dem Gehäuse drin. Dann kannst du hier die beiden, den und den, zurückdrücken. Dann kannst du rausziehen. Egal. So, das ist er jetzt. Und der sieht hier drin, kann man das sehen, einigermaßen. Diese Kontakte hier drin, die sind ein bisschen oxidiert. Und das werde ich jetzt mal schmirgeln. So, ich habe jetzt die Kontakte ein bisschen geschliffen und wieder zusammengesteckt. Einfach erstmal wieder zusammengesteckt, noch gar nicht in dem Gehäuse rein, einfach nur zusammengesteckt. Zündung ist an. Gebläsestufe 1. Läuft. 2. 3. 4. So,
Ja, das war's. Zumindest. Oh, Moment. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Also bei mir war die Ursache kein Kontakt letzten Endes an dem Widerstand. Gebläse 4 oder die Stufe 4 geht übrigens immer. Braucht euch nicht wundern, weil 1 bis 3 muss er durch den Widerstand, damit er nicht so schnell bläst eben, ne, die Drehzahl. Und 4 geht eigentlich immer, weil da direkt die 12 Volt anliegen. Ne? Nur mal so. Also nicht wundern. Ja, bei mir waren die Kontakte jetzt nicht mehr so schön. Die waren oxidiert. Ich habe sie ein bisschen geschmirgelt mit 400er Schmirgelpapier. Gucken, wie lange das hält. Einfach wieder zusammengesteckt. Und ja, funktioniert. Das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Würde mich auch riesig freuen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss.